Also es war scheinbar Sansa, die Brienne weggeschickt hat, ne? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, ich hatte so ganz kurz, als es sich so zurücklädt, dachte ich so, das ist Arya. Ja, und dann dachte ich, ach nee, Moment, Arya braucht, muss ja sie töten, damit sie die Gesichter benutzen kann. Och, Winterfell war so scheiße. Also, ja, also das ist wirklich scheiße. Wenn Brienne also, wirklich wegreitet, das fände ich unrealistisch. Ja. Weil, so, ja. Also ich hätte es okay gefunden, wenn es jetzt dieses okay, mit mir wurde damals das Spiel gemacht, sagt die Wahrheit und von wegen, sie erkennt die Wahrheit, okay, gut, ich weiß, ich kann dir vertrauen. Schluss, aus, Ende. So, hätte man machen können, wäre okay gewesen. Wie heißt die, gegen die sie gekämpft hat? Also Arya gegen bei den Faceless Men? Die Wave. Wave. Ich habe das Gefühl, das ist Wave. Das ist für mich nicht mehr Arya. Dieses ich glaube aber, der Zug ist abgefahren, weil was hätte die Wave für ein Interesse dran? Die Freys umzubringen. Die Freys umzubringen. Naja, um ihm halt das Vertrauen zu erschleichen, nach dem Motto. Aber das hat es ja nicht mal jemandem gesagt. Es weiß ja niemand, dass Arya die Freys umgebracht hat. Stimmt. Gut, Sansa weiß es jetzt, stimmt. Sansa war gerade total schockiert, dass sie die Gesichter von Toten in ihrer Tasche hat. Aber war das Gesicht von Baldur Frey? Oder? So habe ich es verstanden. Ich habe es gekannt, wer es sein sollte. Ach so. Frey. Ja, gut, okay. Ja, gut, aber ja, stimmt, nee, ist jetzt niemand. Also, nee, ich glaube, das ist Arya und ich glaube, sie haben den Arya-Story-Strang einfach mit Anlauf und 200 km/h voll gegen die Wand gefahren. Das ist gruselig. Also, ich finde, also das bei den Faceless Men fand ich ja schon dumm, alles. Aber das, also dass jetzt Arya, die eigentlich immer als pfiffig und als clever und mitdenkend charakterisiert wurde, dass die jetzt, also dass sie den Konflikt starten mit, du benutzt die Gemächer von unseren Eltern, was Jon Sansa gesagt hat, da hat, hätte Sansa nur mal sagen müssen, Jon hat mir gesagt, ich bin die Lady von Winterfell, ich sollte diese Gemächer haben. Ja. Ansonsten hätte er sie bekommen. Ja. Hättest du da auch so reagiert. Ja. So, damit wäre das schon mal so. Und jetzt dann findet sie halt diesen Brief und kann sich nicht erschließen, dass... Ich meine, man kann ja auch gerne die Story machen, dass sie halt von dem ganzen Scheiß, den Arya erfahren hat, so fertig ist, dass sie einfach so eine eiskalte Psychokillerin ist. Und dann hätten sie bei den Faceless Men nicht sagen sollen, ich bin Arya Stark of Winterfell. Ja. Und sie hätte nicht irgendwie diese Ed Sheeran-Szene, wo sie da rumgrinst und so. Also dann hätte man das auch aufbauen können. Ich dachte halt dass diese Ed Sheeran-Szene war für mich wirklich, um zu zeigen, das ist immer noch unsere Arya. Ja, genau. So. Genau, sie kommt jetzt wieder nach Hause und es wird so, alles und natürlich ist sie gestört und wird nicht normal werden, aber dass sie zumindest nicht... Ja, gegen Sansa jetzt integriert. Also ich fand auch, dass sie nicht das politische Geschick hat und irgendwie mit den ganzen Fragen sagt, bring's um oder sowas, um sicher... Okay. Ach. Aber es ist halt wirklich, Sansa erklärt ihr plausibel, warum sie die Sachen tut, die sie tut. Nee, du bist eine Verräterin. Wie habe ich die Szene jetzt eigentlich zu deuten, dass sie ihr also das Messer gibt und dann weggeht? Frag mich nicht. Ist das jetzt der Vertrauensbeweis von Arya? Nach dem Motto, ich ziehe also, die auch nicht ab? Ich dachte jetzt eigentlich in dem Moment, wo sie das Messer umdreht, dass sie sich jetzt halt umdreht und stehen bleibt. Ja. So nach dem Motto, wenn du möchtest und Angst vor mir hast, ramm mir jetzt das Messer an. So, habe ich auch. So, und dann geht sie aber halt einfach. Ja. Ich war 100% überzeugt, dass Arya sie umbringt. So, und dann kommen noch so viele Sachen dazu. Arya weiß, dass Littlefinger mit Tyrion Lannister geplant hat, die Starks zu stürzen. Sie weiß, dass Littlefinger mit Tyrion diesen Plan ausgeheckt hat, mit der Red Wedding und so. Das weiß sie alles. Sie war dabei. Und weißt du, dass Littlefinger dafür verantwortlich ist? Na, sie war doch in Harrenhal, als Tyrion mit Littlefinger die Gespräche geführt hat. Tywin, ja. Als Tywin mit Littlefinger die Gespräche geführt hat, wie am besten mit den Starks umzugehen ist. Aber da haben sie doch nichts von der Red. Nee, aber das haben sie nicht gezeigt, damit sie es nicht spoilern, aber das waren diese Gespräche. Und sie war ja dann im Endeffekt bei der Red Wedding da und hätte sich das erdenken können. Also auf jeden Fall weiß sie, dass Littlefinger den Sturz der Starks mit Tywin geplant hat. Also ist zumindest ihre Info. Mhm. Dass Littlefinger immer viel weiter denkt, das vielleicht nicht. Aber da weiß sie handfest, der hat gegen unsere Familie gearbeitet. Mhm. Und bei Sansa, jetzt saugt sie sich lieber einen Konflikt mit Sansa aus. Der,
aus den Fingern. Dass sie Littlefinger gestalkt hat letzte Folge, ist irgendwie, war wirklich nur, damit sie diesen Brief findet. Und jetzt ist er ihr wieder egal. Ja, Sansa wendet sich plötzlich an Littlefinger um Rat, den sie in den letzten Folgen immer abgewiesen und weggestoßen hat. Na, ich habe überlegt, weil es ihm halt so eine kontroverse Situation ist. Sie muss ja jetzt quasi gegen ihre eigene Schwester vorgehen. Vielleicht wollte sie nicht von Brienne diese, diese offene, ehrliche Art hören, sondern eben was Integrantes. Okay, wie kann ich dagegen vorgehen? Ja, aber... Es ist, ja... Es ist, sagt, ich habe es auch bisher, okay. Also ich fand es noch okay, weil Brienne war ja jetzt mehr immer so die Kämpferin und Sansa und Brienne hatten jetzt nie irgendwie so ein enges Verhältnis. Nee, das nicht, aber das also, dass sie sich überhaupt an Littlefinger wendet, weil sie in keiner Folge, sie haben in jeder Folge betont, ich weiß, wie Littlefinger ist und dass ich ihn auf Distanz halten muss. Oh, ich krieg was Bedrohliches. Littlefinger, komm mal kurz her, bitte. Ich habe da ein Problem. Das stimmt, ja. Warum sie Brienne jetzt wegschickt, habe ich auch nicht... Na, sie wurde wohl eingeladen, dort mit... Ja, dann soll sie doch allen ihren Lords schicken. Ja. So, und nicht... Oder Littlefinger. Oder Littlefinger. Und nicht hier ist eine Kämpferin. Es klingt so, als wenn sie jetzt unbedingt dieses Wiedersehen zwischen Brienne und Jaime noch machen wollen. Wo Jaime ja gesagt hat, er bringt sie um. So. War das nicht so? Wenn sie sich, als sie sich das letzte Mal... Ja, das hat er zu Tyrion auch gesagt. Und dann... Stimmt. Dann haben sie es in ein, zwei Sätzen schnell abgehakt. Aber Jaime darf Cersei nicht mehr betrügen, sonst wird sie ihn aus dem Weg räumen. Ja. Also entweder Jaime bringt Brienne um oder Cersei bringt Jaime um. Das ist so für mich die nächste Folge. Ach so, und als ich euch vor einer Woche ungefähr geschrieben habe, von wegen Spoiler kursieren, ich wurde gespoilert, dass es einen Eisdrachen geben wird. Yay! Böse. Das ist ja, aber man kann auch sagen, ab dem Moment, wo die Drachen aufgetaucht sind, war eigentlich so okay. Mhm. So, und den zweiten haben sie nicht mehr gezeigt. Und halt, das habe ich mich auch die ganze Zeit. Einer fliegt weg, einer ist tot. Wo ist der dritte? Ja, das ist ja genauso. Also gut, man kann jetzt noch sagen, weil ich habe mir so gedacht, okay, sie haben immer dargestellt, Daenerys fliegt immer nur den einen. Ja. Sie hat nur mit Drogon diese Verbindung. Und die anderen beiden machen mehr oder weniger, was sie wollen. Also sie bleiben zwar bei ihr... So, aber dass sie die jetzt in die Schlacht fliegen könnte, ohne Reiter? Ich dachte immer, das wäre das Problem, dass sie keine Reiter für die hat. Mhm. Jetzt fliegen sie mit ihr dahin, brutzeln mit ihr die Untoten weg. Und dann, gut, kann man jetzt sagen, dachte ich in der Stadt, okay, da sitzt Drogon, wo sind denn die anderen beiden hin? Mhm. Dann kamen sie plötzlich aus dem Horizont. Ich dachte, ach so, die haben sich dann wohl gedacht, hey, da kämpft Mama, wir fliegen jetzt mal irgendwo hin, damit wir im richtigen Moment wieder auftauchen können. Mhm. Ja gut, also das kann ich mir noch so... halbwegs zumindest, so dieses, die Kreise, die so eine riesen Viecher fliegen müssen. Also ein Flugzeug macht ja auch nicht so, sondern braucht ja erstmal so ein 100 Meter Radius, aber das war da schon ein sehr, sehr langer Wendeprozess. Ein Convenient Circle. Ja. Vintage Shrimp. Aber ich muss sagen, wie der Drache abgeworfen wurde, sah ziemlich cool aus. Ja, aber es war auch wieder, da sitzen schon fünf Leute auf dem Drachen und haben nichts Besseres zu tun, als irgendjemanden zu beobachten. Aber ja, sie gucken. Das habe ich mich immer gefragt, warum. Also die saßen ja alle drauf, warum ist John denn wieder weggelaufen? Ja, naja, weil da kam ein Untoter an, den hat er niedergeschlagen und, ist dann, und ist dann immer weiter rausgelaufen und ich... Ja. Du bist nicht John. Warum ist er denn so ein behinderter Wichser? Er hat noch einen zweiten. Sie mussten Benjen noch reinbringen. Ja. Also gut, wenn man damit jetzt sagen wollte, von wegen John ist halt so fixiert auf den Night King, von wegen hatten schon drei Schlachten und sowas. Ja. Aber das. Aber auch da war es ja so, okay, sie haben es ja kurz angedeutet, wie er ihn so angeguckt hat. Ja, genau, er rennt so, jetzt los. Aber auch da war es ja so, dass sie gesagt haben: hey, bring doch den um, dann sterben wahrscheinlich alle. Und er so: nicht der beste Plan. Also so überzeugt wirkte er. Der beste Plan. Nicht so überzeugt wirkte er davon. Oh. Ja, und also dass sie jetzt quasi im Nachhinein auch noch zugeben, wo John sagt, ja, sorry, wir hätten da nicht hingehen sollen. Ja. So dass sie, ja, zugegeben war der Plan ziemlich dumm und kein normaler Mensch dieser Welt. Sorry, dass ich mich von dem Drachen entfernt habe. Ja. Dass er deswegen sagt. Aber selbst dann wäre der fliegende Drache ja abgeworfen worden. Also, der war ja schon im Anflug. Naja, das stimmt, den hätte es auch gestorben. Aber er hat gesagt, ach stimmt, ja, kann sein, das war, ich hätte niemals gehen sollen und nicht wir. Ich habe verstanden, wir hätten niemals da in Norden gehen sollen. Mhm. Ja, und ich kann mich nur wiederholen, wäre sie einfach mit den drei Drachen da herumgeflogen und hätte nicht innegehalten, um die abzuholen, dann hätte sie da jetzt einfach die ganze Armee der Untoten wegbrutzeln können und das wär's. Es wäre ein bisschen antiklimatisch, aber naja.
Also dann hätten sie es meinetwegen auch bringen können, dass sie die gesamte Untotenarmee vernichtet und die fünf bleiben stehen, weil sie nicht durch dieses Feuer getötet werden können, weil der Night King, weiß was ich, irgendeine Eisschicht oder so. Das hätte ich auch noch okay gefunden. Ja, meine Ding. So nach dem Motto, okay, gut, er kommt zwar jetzt nicht mehr heute an, aber er kommt irgendwann in den nächsten 500 Jahren. Ja, das wäre doch, gut, das ist auch immer eine Budgetfrage, aber stell euch mal vor, da hätte ein Drache Feuer auf die gespielt und sie würden nicht sterben und dann würde er den Speer nehmen und den Feuerspeiendrachen einfach ins Gesicht werfen. Ja, genau, siehst du so. Das, so war es wirklich so ein bisschen wie nebenbei, fupp, unser Drache, cool. So, jetzt nehmen wir den zweiten. Und sie haben uns ihn sogar noch hergebracht. Der Drache war ja auch nicht so 5 Meter hoch, der war ja schon ziemlich hoch, ne? Und er ist noch geflogen. Also er hat ihn nicht, er hat den Flug richtig berechnet, aber Drogon trifft da nicht. Ja, aber Drogon hat sie ja. Ist gesehen, er hat gelernt. Ja, den hat sie ja vorbeigesteuert. Natürlich. Deswegen war es problematisch, dass. Außerdem konnte Drogon schon. Viserion, nehme ich mal an, keinen Reiter hatte. Außerdem konnte Drogon schon üben, weil er ja den Skorpion ausweichen musste. Deswegen weiß er, wie das geht. Ach so, ich bin, ich bin bei dem Skorpion immer bei dem Vieh, was in der zweiten oder dritten Staffel also, Daenerys angegriffen hat. Und nachdem ich jetzt gesehen habe, wie stark und wie gut der Night King werfen kann, will ich, dass er die Untoten einfach über die Mauer rüberwirft, alle nacheinander. Das wäre so gut. Ja. Außer die Riesen, das schafft er vielleicht nicht. Zu zweit schaffen sie es. Ja, und die Szene mit dem Stein, also... Da stehen sie da alle, der Night King, also ihr Commander, der kann sie ja offenbar kontrollieren. Also ich dachte auch da eher, dass er die beschwört und deswegen laufen sie mit ihm mit. Ja. Aber sobald sie Lebende sehen, greifen sie halt einfach völlig wild an. Und nicht, dass die in einer taktischen Formation stehen und Befehle befolgen. Mhm. Und dann steht der Night King da und bemerkt nicht, dass das wieder eingefroren ist. Also im Grunde genommen jetzt riesige... wie heißt das, riesige Gräben vor der Mauer ausheben, die abdecken mit irgendwelchen Gittern und Schnee drüber legen und warten, bis sie alle rankommen. Ja. Dann fliegt ein Drache drüber, tot, fertig. Das würde ich machen. Ja, also ich muss wirklich sagen, klar ist es eine Lösung und ich habe mich bis jetzt so gefragt, okay, ist das Dragonglass wirklich so wichtig, weil ich meine, das sind halt irgendwie diese 13 Walker, mittlerweile nur 5. und das Hauptproblem ist für mich eher die riesige Armee von Untoten. Und jetzt haben sie halt diese Lösung gefunden, okay, wenn wir die Walker umbringen, dann fallen die alle zusammen. Außer den einen, den wir gerade brauchen. Der war natürlich von einem anderen wieder unbelebt. Das war schlecht gemacht. Ich hätte das viel lustiger gefunden, wenn der auch einfach zu Staub zerfällt. Nach dem Motto, scheiße, wir müssen nochmal neu suchen. Das wäre in Ordnung gewesen. Und wie sie ihn da durch die Gegend mobben und hin und her schubsen, wie so ein kleiner Schüler. Lass mich! Ich fand's gut, dass er dem Hound in die Hand gebissen hat. Wäre das nicht noch gekommen, dann hätte ich auch gedacht, sag mal, das ist ein Zombie, der sich den Mund zuhalten lässt. Er hat ihm den Mund abgezogen. Das war lustig. Ja, also generell muss ich sagen, in der Folge war es noch mehr so, woher kamen die Leute? Sie stehen halt auf einem Berg und sehen die Leute da und sehen nicht, dass in der Nähe eine riesige Untotenarmee steht. Ja, Benjen hat sich offenbar irgendwo in den Bergen mitten zwischen den Untoten versteckt. Damit hatte ich aber gerechnet. Also das dachte ich mir. Ich habe ihn echt voll vergessen. Ich habe ihn auch voll vergessen gehabt. Das fiel mir ein, als sie da langgelaufen sind, dachte ich, stimmt. Ich kann, und das, obwohl, ich habe ja die Trailer gesehen. Ja. Und das war, ich glaube, jetzt haben wir alle Trailer-Szenen durch. Okay. Das war halt eine Szene, wie ein Reiter und ich vermutete Jon Snow auf einem Pferd einsam davon reitet. Ah, okay. Und ich habe mich gedacht, woher kriegt er jetzt das Pferd? Das war die ganze Zeit mein Gedanke, woher? Und ich dachte, kommt jetzt so eine Szene, dass irgendwie sein Pferd aus Staffel 4 oder so plötzlich da angerannt kommt? Ich habe an Benjen halt null gedacht. Ja, und also... ja. Nee. Also, ich muss wirklich sagen, deutlich besser als letzte Woche. Das schon. Mhm. Weil letzte Woche bin ich wirklich über jede einzelne Szene gestolpert. Aber für mich zerfällt es im Moment so ein bisschen. Sehr stark.
Ich glaube immer noch, dass wenn jetzt die Staffel 7 hinter sich bringen und dann Staffel 8 alles steht und man sagen kann, so, jetzt kommen die 6 großen Endfolgen, dass es mich dann auch noch mal wieder reinholen wird, wenn das sinnvoll zumindest ist. Weil dann Ja. kann ich nämlich, glaube ich, sagen, okay, die sinnlosen Storystränge sind jetzt abgehandelt. Das kommen wir zum Wichtigen. Jetzt kommen wir zum Wichtigen, aber Ja, also ich frage mich halt auch bis jetzt, wofür brauchen sie die Armee der Lannisters, die völlig dezimiert wurde von Daenerys noch dazu? Um Daenerys eigentlich in den Rücken zu fallen. Wenn die jetzt an der Mauer steht und kämpft, wird es wahrscheinlich. Eigentlich ist das der einzige Grund, So, oder? und also wir haben die Lannisters vernichtend geschlagen. Wir brauchen dringend ihre Hilfe in diesem Krieg. Ich meine, gut, die Begründung war ja so ein bisschen, dass Daenerys Angst hat, wenn sie gegen die kämpft Ja. und Dragonstone verlassen lässt, dass dann die Lannisters kommen und Dragonstone einnehmen. So. Hätten wir auch sagen können, gut, dann operieren wir halt von Winterfell aus. Oder von Casterly Oder Rock. von Casterly Rock. So, und der Plan war jetzt ja irgendwie, dass Cersei mithilft und Daenerys dann quasi das Gegenteil macht und im Hintergrund heimlich King's Landing einnimmt, wenn das alles vorbei ist. Das war ja das, was sie gesagt haben. Aber ja, wie sie diese Folge richtig sagten, also ich bin froh, dass zumindest das angesprochen wurde, dass sie davon ausgehen, dass Cersei sie verrät. Aber da sitze ich wirklich da und denke, wozu das alles? Das. Ja. Also mir ging es auch so bei der Schlacht so, dass ich dachte, okay, das sieht dramatisch aus, aber ihr seid trotzdem so doof, dass ihr überhaupt diesen Plan machen wolltet. Ja, Und genau. also es hat mich da so ein bisschen Da bin ich, unterbewusst, auf was es hinaus will, so. ja, Aber. da bin ich halt irgendwie auch nicht so richtig drüber hinweggekommen. Ja, und dass man halt irgendwie wieder. Die Serie ist mir diese Staffel wirklich zu konsequenzlos. Also, dass Thormund von 5, 6 Rights runtergezogen wird Ins und Wasser dann noch gezogen. rauskommt aus der Sache. Bei der So, also es sind Hundsschlacht. halt ausschließlich Statisten gestorben, bis auf Thoros. Und selbst der hatte in der Selbst der ist Serie noch vier nicht. Auftritte oder so. Also. Und mit Melisandre, die bestimmt eh bald wieder auftaucht, ist ja Ja. eh wieder eine Priestess. Also von Und daher. dass John nicht gestorben. Also, Das ich wollte dachte John nicht ich. sterben, aber. Das war halt so eine klassische. Ja, das war so eine Ja. klassische Fantasy-Szene. Ja, das war auch noch, hätte ich auch noch, okay, aber das wirklich, wo die beiden da auf Ja. dem Boot sitzen und er hält ihre Hand und ich dachte, in dem Moment stirbt er nach dem Motto, das wäre so episch gewesen, das hätte Oh, ich und dass er lieben sie da können. Danny nennt, völlig ohne Ja. Motivation. Und sie lässt es ihm durchgehen. Nee, hat er Na, sie nicht. hat ja gesagt, oh, nö. Was hat sie gesagt? Mein Bruder war der Einzige, der mich Danny genannt hat oder so. Naja, Ja, gut. irgendwie Und die Leute, die, also irgendwie, Danny willst genannt du dich wirklich haben. in die Reihe dazu gesellen? Ja. Dann einfach irgendwie Ja, aber sie so. ist nicht ausgerastet und nichts. Ja, und Mrs. also er hat Impulsiv. sie bisher Daenerys Targaryen genannt. Ja. Naja. Und hat sie mit Respekt behandelt, so, ja, danke schön, Danny. Ja. Also, da ist gerade so viel, was für mich, was Fanservice pur ist. Oh, er hat Danny gesagt. Und ich will diese Liebesbeziehung nicht. Auch da muss ich Ich sagen, ich will finde, diese. die beiden passen sogar ganz gut zueinander, aber auch da wieder durch die Kürze der Zeit mussten sie jetzt ja so, okay, wir sind auf Augenhöhe und antagonisieren uns. Okay, wir nähern uns langsam, ah, Danny. Ja. Aber Ygritte. Fand ich, haben sie aber auch schon gesagt bei What Culture. Sie beide haben den Menschen verloren, den sie lieben. Das verbindet einander. Daenerys hat schon drei ihrer Menschen vor. Nee, zwei. Ich fand das auch so inkonsequent. Sie hat sich unglaublich gefreut, dass Jorah Mormont wieder da ist. Und es sah für mich, sah es nach Ja. Liebe aus. Ja. Und dass sie Nee. jetzt wieder auf Jon steht, ist Nee, das so. sollte genau dieselbe Beziehung wie vorher sein. Sie schätzt ihn zwar sehr als Freund und so und ist sehr erleichtert, dass er lebt, aber. Also sie Deswegen sah steht sie schon. so an ihm und hat Gesicht an Gesicht Ja. und lächelt ihn an. Es Sie sah dreht schon sich nicht sehr, sehr. natürlich. Weil das ein der engste Freund ist. Ja. Weil ich beide möchte ich auch gerne was sehen. Wie ein Bruder. Deswegen sehen wir uns ja regelmäßig, damit wir nicht in so eine Ach Situation so. kommen sind. Genau. So. Wenn wir uns mal ein paar Monate Ja. nicht sehen würden und dann. Ja. Oh. Ich sehe bei uns aber lustig aus, wenn ich bei dir so auf Brusthöhe wäre. Ich Tja, will ja, okay. dass es mir gefällt, aber. Ja. Ja, das ist ja immer das, was man sagen muss. Es sitzt ja nur deshalb, wiegt ja nur deshalb so schwer, weil man die Serie eigentlich so mag.
Und weil sie bis zu diesem Zeitpunkt alles so gut gemacht haben. Ja. Und jetzt irgendwie auf so viel einfach pfeifen und sagen, ja, passt schon. Ja, aber es ist halt auch nur das, was ich... Also gut, das mit dem Fanservice, dass er da wieder auftaucht und sowas und das mit Danny. Ich fand aber, es kam wenig Dummes hinzu. Es wurde nur das Dumme aus der letzten Woche konsequent... weitergeführt. Ja, weitergemacht. Sie hätten ja auch John als Gefangenen vom Night King bringen können. Ich glaube, der fängt keine Leute. Das wäre ja der Witz gewesen. Weil John macht da eine Ausnahme, weil... Spielzeug. Keine Ahnung. Ja, Spielzeug irgendwas. Und dann gibt es die Szene... wie in King's Landing der Untote gezeigt wird. Ja. Guck mal, es gibt Untote. Der Night King geht zu seinem Chef und sagt, guck mal, es gibt Lebende. Er wollte es mir nicht glauben. Ja. Also, ich finde, der Night King sollte aber auf jeden Fall mal bei der Olympiade mitmachen. Im Speerwurf. Ja. Ja. Glaube ich, rechne denen da Chancen aus. Bronn beim Schwimmen. Und beim Rettungsschwimmen. Oh Mann. Nein, wir fangen jetzt nicht damit wieder an. Ich glaube, es war aber trotzdem meine Lieblingsbegründung. Hm. Dass einer schrieb, ja, er stimmt mir zu in meiner Kritik, aber das ist ja kein See, sondern ein Fluss, in den die gefallen sind. Und die wurden von der Strömung... Ändert nichts daran, dass wir so lange unter Wasser waren. Ja, aber trotzdem konnten sie einen Kilometer unter Wasser bleiben und er hatte eine fette Goldrüstung an, mit der also nicht so pfui, da lang schwimmt, sondern eher so langsam. Ja. Und Bronny dann Land gezogen hat. Weil der Fluss auch jetzt nicht so aussieht, als hätte er große Strömung. Ja. Aber ja. Ja, da waren die waren einfach nur zu verliebt in den Jamie geht unter Shot. Ja. Und dieses Bild mit Bran aus der ersten erste Folge. Finding. Ja, A, das und B, es wurde auch gesagt, also die ganze Staffel ist ja vorher geleakt. Ja. Und es sollte, also sie hatten ursprünglich in diesem Kampf eine Szene drin, wie Jamie im Wasser kämpft, im tiefen Wasser. Und um sich rum die ganzen Lannister-Soldaten sieht, die in ihren Rüstungen ertrinken und um ihr Leben kämpfen und so. Und das haben sie jetzt so ein bisschen damit reingebracht. Und da habe ich wirklich gedacht, da wäre der andere Shot sehr viel cooler gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Zumal bilde ich mir das ein, weil ich... Der Meinung, das wurde nirgends thematisiert. Jamie kann doch nicht schwimmen, oder? Jamie kann nicht schwimmen. Nee, Bronn hat ihn wirklich... Also Bronn hat ihn... Bronn hat ihn in seiner schweren Rüstung da wieder rausgezogen. Ach. Bronn ist Superman. Superman Punch! Ja, also wirklich so vieles. Ich habe auch gedacht, ich fand den Dialog zwischen Bronn und Jamie zum Beispiel total cool, als er sagte, listen, you cunt. Solange ich mein Schloss nicht habe, stirbst du mir nicht. Außer es kommt Drachen, dann bin ich raus hier. Ja. Obwohl er der Folge, naja, egal. Aber es war für mich auch so, okay, eigentlich war die Folge davor für mich, Bronn macht einen Schritt in seinem Charakter. Und das war jetzt so, nee, hat er doch nicht gemacht. Er ist eigentlich immer noch genau derselbe. Man kann natürlich sagen, er überspielt. Er will keine Freundschaft zeigen. Ja. Aber, naja. Ich fand Tyrion doof, die Folge. Also es gibt Konflikt, er geht hin... Hey Danny, was ist eigentlich, wenn du stirbst? Also. Ja, dass sie ein bisschen ungehalten reagiert, kann ich auch verstehen. Das ist ein bisschen unpassend. Also ich konnte ihre Reaktion irgendwie voll nachvollziehen. Ich nicht. Es kam ein bisschen. Es ist eigentlich dasselbe Problem wie mit dem Dialog mit Varys am Anfang, den ich noch sehr cool fand, wo ich sagte, okay, du fährst mit ihm erstmal übers Meer monatelang und dann fragst du ihn mal, warum er das eigentlich macht. War es hier genauso, dass ich sinnvoll fand, dass Tyrion mal anspricht, okay, Notfallplan, was passiert, wenn du stirbst? Und sie haben es halt jetzt wieder da, wo es gerade passt, so rein. Aber ganz klar, so nach dem, letzte Folge haben wir den Konflikt ein bisschen vergessen, jetzt bauen wir ihn wieder ein. Ja, aber Tyrion ist auch mittlerweile völlig sinnlos. Sie hört gar nicht mehr auf ihn. Also, könnte jetzt eigentlich auch wieder nach King's Landing marschieren? Ja, aber sie bauen da auch nichts auf, dass er halt irgendwie vielleicht doch eben probiert, seine Familie zu beschützen oder sowas, so ein Konflikt. Ja. Oder ja, dass sie ihm nicht traut und keine Ahnung, aber sie deuten es halt mal an, aber es wirkt nicht wie eine konsequente Geschichte, die sie erzählen wollen. Das ist schade. Ich weiß noch, als die beiden zueinander gefunden haben, dachte ich, das ist das. Ja. Das Duo der Serie. Ja.
Das haben sie jetzt aufgebrochen, damit es Jon und Daenerys werden. So, ich finde, es ist, hat nie existiert. Ach, weil Daenerys war dann ja größtenteils weg und Tyrion hat für sie verwaltet. Hm. Also sie hatten ganz paar Szenen zusammen. Okay. Naja, und seitdem sie jetzt da sind, macht Tyrion seinen Job nicht gut und sie streiten sich. Und Varys macht seinen Job gar nicht mehr und ist halt so da. Und vielen gefällt diese Rolle von Varys total, dass er mal unsicher wirkt und so. Ich sehe, aber warum ist er unsicher? Ja. Was ist passiert, um ihn zu verunsichern? Und warum hat er plötzlich kein Spionagenetzwerk mehr, außer also wenn er Bronn in King's Landing kontaktieren muss? Aber da wurde noch gesagt, dass Qyburn wohl die Vögelchen in King's Landing übernommen hat. Ja, das weiß ich. Und aber doch eigentlich die von Pycelle, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, schon die, also alle. Halt auch die Varys noch hatte. Mhm. Aber dann fragt man sich wieder, wie konnte er die Nachricht an Bronn übermitteln, plötzlich. Weil er ein Meermann ist. Ja, und da bleibe ich halt weiterhin dabei. Es wurde ja immer so dargestellt, Varys hat Spione überall, in jeder Stadt, überall auf der Welt. Okay, dann hat er die in King's Landing halt nicht mehr. Mhm. Aber dass irgendwie die Nachricht bei ihm ankommt, hey, die Lannisters marschieren quer durchs Land und Euron fährt auf dem See, also hier ist eine Flotte mit einem riesigen schwarzen Schiff an uns vorbeigefahren, dass er das alles nicht mitbekommt. Also Varys ist der Charakter, wo ich am meisten gerade da sitze und denke, wofür bist du gerade eigentlich da? Und ich habe auch leider das Gefühl, dass er jetzt irgendwann sang- und klanglos dann sterben wird. Das hat Melisandre ihm ja angekündigt. Mhm. Und dass er auch keinen großen Knall mehr bekommen wird. Ich bin mir auch mittlerweile nicht mehr sicher, ob sie auflösen, was das mit diesem Typ in der Kiste bei ihm ich glaub nicht. Auf sich hat und sowas. Ich glaube, das sollte wirklich einfach nur etablieren, er hasst Magie. Und selbst das ist nicht wirklich wichtig geworden bisher. Nein. Aber er dient der Mutter der Drachen. Natürlich. Ist ja zum Glück kaum magisch. Deswegen hatte ich gedacht, okay, deswegen ist er eben der Verräter, der eben versucht, sie zu stürzen, weil er eben die Magie... Ja, und ich glaube, mittlerweile ist relativ klar, da ist kein Verräter, sondern... Ja. Sie fährt sich selbst an die Wand. Nee, sondern sie sind einfach alle taub, blind und stumm da auf Dragonstone. Ja, also das ist für mich das Tragische, dass jetzt diese letzten zwei Folgen für mich sogar im Nachhinein auch noch die guten ersten vier Folgen runterziehen. Weil sie Sachen, die da passiert sind, wo man dachte, da kommt noch was, aufzeigen, nee, da kommt nichts mehr, das war's. Ja, irgendwie. Tja. Okay. Ich könnte eigentlich fast schon das einfach als Review hochladen. Also, ja, es ist halt wirklich leider so, dass da nicht viel bei war, was mir gefallen hat. Also es war jetzt irgendwie keine Szene bei, wo ich dachte, ja... Also ich fand die Dialoge am Anfang von den sieben hinter der Mauer und den fünf Statisten, die Dialoge waren cool. Ja. Aber, ja, das war das, was ich erwartet habe. Mhm. Also weil ganz viele haben ja gesagt, boah, was da für Konfliktpotenzial in dieser Gruppe ist. Und ich dachte, ja, aber wann denn? Ja. Wann soll denn dieses Konfliktpotenzial ausgespielt werden? Mhm. Und ich dachte, ja, okay, die werden halt coole Dialoge haben und dann ist gut. Und ich muss sagen, für mich hätte Thormund von dem Bären angefallen werden müssen in Gedenken an Ygritte. You never fuck the bear. Fuck the bear. Stimmt. War das erste untote Tier? Also nach den Pferden? Ich glaube, ja. Ja. Okay. Also sollte wahrscheinlich einfach nur heißen, okay, sie können Tiere. Ja, es war eigentlich was Foreshadowing auf den Drachen. Ja. So ein bisschen, oh, guck mal. Aber sie haben es gut gemacht, also ich habe mich total erschrocken. Der ging echt da. Also. Es war ein sehr schneller Bär. Ja, von vorne, ich gehe wieder zurück. Von der Seite, boom. Was war das? Das fand ich aber auch so lustig, dass das Ghost mittlerweile so antipräsent ist, dass man so, ist das Ghost? Hat er ihn nördlich der Mauer einfach vergessen? Vor drei Staffeln. Vor drei Staffeln. Aber das kann ja gar nicht sein, weil er hat ihn ja in Staffel 6 hat ihn Ghost ja noch beschützt. Ja, vielleicht ist der Ghost über die Mauer vielleicht geklettert. Ghost müsste ja mittlerweile auch ein bisschen größer sein. Ja. Ghost hat ihn beschützt? Ich habe auch keine Ahnung. Na, als er da tot lag, stand auch Ghost an seiner Leiche und hat nicht zugelassen, dass er geschützt wird. Richtig. Ich habe mittlerweile echt keine Ahnung, wo der ist, also ob noch Mauer in King's Landing nicht. Also eigentlich der Eastwatch nicht. Heißt es ja, er bleibt immer in Jon's Nähe. Also er wandert zwar weitläufig umher, aber er ist jetzt auch nicht, war nicht in Dragonstone. Okay, kann man auch sagen, gut, hat er ihn in Winterfell gelassen. Ja. Sansa dann, Hm.
Ja, und er war nicht nördlich der Mauer. Kann er ja auch nicht, weil Jon Snow hat ja keinem gesagt, dass er da hingeht und was er vorhat. Hey Sansa, ich vertraue dir die Leitung von Winterfell an. Ich sag dir aber nicht, was ich vorhab und was in der Welt so abgeht. Aber und den Brief an Sansa hat doch garantiert auch wieder Littlefinger gefälscht, oder? Dass sie nach King's Landing kommen soll. Achso, um Rhaen loszuwerden. Ja. Also ich habe aber auch, das auch nicht verstanden, warum er vorher dann diesen Dialog mit Brienne hat. Also dass er ihr sagt, ja, lass doch. Frag doch Brienne. Ja. So, weil sie hat soll. Und ich glaube, das sollte jetzt wieder, weil Sansa hat ja, als Brienne gegen Arya gekämpft hat, hat ja Sansa skeptisch geguckt und hat so, oh, die dient auch der anderen Stark-Tochter, das finde ich nicht gut. Und das sollte, glaube ich, so ein bisschen Frag Brienne. Sie, er hat doch geschworen, beiden Töchtern zu dienen, nicht wahr? Was, wenn sie mir Arya dient? Ah, ich schicke sie mal weg. Ich glaube, das sollte das so ein bisschen... Vermutlich, gar nicht wahrgenommen. Ja, ich habe es halt auch nicht so verstanden. Ich dachte so, oh, es er gibt ihr schon so wieder einen guten Rat. Es wirkt auf mich so, sie hat geschworen, beide zu beschützen und Arya will dir gerade nichts Gutes. Ja. Also lass sie dich beschützen. So genau, so hätte ich es auch verstanden. So, ich schicke Brienne weg und... Wann hast du diesen Entschluss gefasst? Ja. Ja, also, nee. Ja, sie knüpfen jetzt irgendwo Ende der fünften Staffel, sechsten Staffel an, als Sansa und Peter sich so ein bisschen angenähert hatten. Ja. So ein bisschen. Da knüpfen sie jetzt gefühlt an. Dass sie jetzt zwischendurch eine riesen Entwicklung gemacht hat, wird einfach mal, whoop. Aber also, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Ja. In dem Punkt, nein, Felix. Ach so. Dass, ich finde, da ist schon viel Dummes dazugekommen. Es ist zwar in den Storyline gewesen, die schon dumm waren, aber sie haben halt noch mehr Dummes draufgepackt. Ja. Wie, also auch, dass Sansa in diesen Raum läuft und zielstrebig auf Arias Masken zuläuft. Ja. Oh, da ist eine Tasche unterm Bett, die ziehe ich mal raus. Oh, es sind Arias Masken. Gut, ich hätte jetzt auch nicht sehen wollen, wie sie 10 Minuten lang den Raum durchsucht. Aber nee, aber dass sie überhaupt den Raum durchsucht, ist für mich halt ist für mich nicht Sansa. Ja. Und ja. Also das Einzige. Nee, auch das kann nicht mal mehr funktionieren. Mal ganz abgesehen davon, dass sie die Mechanik, wie die Gesichter funktionieren, einfach völlig geändert haben. Ja. Wenn man sich mal erinnert, Staffel 2, Jacken, da bin ich wer anders. Ja. Nix mit Maske und sonst was. Ja. Ich habe halt das Black House of Black and White als so eine Art Bibliothek verstanden. Da sind ihre Gesichter, auf die sie jederzeit freien Zugriff haben. Genau, ich glaube, als sie das Gesicht abgezogen hat, hatte sie auch so eine ganz dünne Maske, also dünnes Tuch sozusagen. Ja. Aber das hatte ja Jacken definitiv nicht. Also hier sah es jetzt wirklich aus wie so eine fette Maske. Ja, ja genau. Naja, wahrscheinlich damit Sansa das finden kann und jetzt auch darauf kommt, dass Arya die jetzt macht auch die Schauspielszene mehr Sinn in Staffel 5. Ja. 6? Ja. Wo diese Schauspieler da sind und sie dann mit Cersei, der Schauspiel von Cersei sympathisiert und bla. Weil wir alle müssen nur uns eine Maske aufziehen und dann sind wir, wer wir sein wollen. Ja, das ist irgendwie komisch. Also hätte es nicht die Dialoge zwischen Arya und Sansa gegeben, wäre die einzige Möglichkeit, wie ich am Ende der Folge oder der Ende der Staffel sagen würde, okay, Winterfell hat Sinn ergeben irgendwie, dass Arya völlig wahnsinnig ist, alles in Winterfell abgeschlachtet hat und mit Peter noch ein Spiel gespielt hat. Von wegen, dass sie immer in den Dialogen eine andere Rolle gespielt hat. Ja. Und dann am Ende sieht man, wie Arya allein in Winterfell irgendwie dort völlig Mischugge rumsitzt. Inzwischen oder so, sich dann hin und her wechselt. Genau, das wäre das Einzige, wo ich gesagt habe, okay. Ja, und ich hatte... Das geht mit dem Dialog halt nicht mehr. Alter. Genau, ich hatte halt vor der Folge, hatte ich auch die Hoffnung, dass sie ja vielleicht den Zuschauer auch reinlegen und sagen, Arya weiß ganz genau, dass Littlefinger sie beobachtet und will ihm jetzt vermitteln, dass sie drauf reinfällt. Und selbst auch als sie auf der Mauer geredet haben, hätte ich noch gesagt, okay, sie macht es wieder in Öffentlichkeit, damit das Littlefinger wieder mitbekommt. Aber dann, spätestens als sie da das Spiel im Raum dann gespielt hat mit ihr, war okay, nein, Arya ist einfach blöd. Ja. Blöd im Kopf. Ja, bis dahin dachte ich genau noch das, ja. Ja, es könnte auch immer noch... Oh, der Gedanke ist böse. Ja, aber also irgendwie... Ich hoffe halt irgendwie fast auf irgendwie sowas. So bitter es auch wäre. Aber also es muss jetzt mal irgendein Charakter irgendein Payoff bekommen. Ich finde, im Moment werden sie alle so, die sind da so und... Wahrscheinlich besinnt sich dann Arya am Ende doch und dann kämpfen sie halt alle auf derselben Seite gegen das Böse. Ja, aber dann hast du ja gar keinen Gegenspieler mehr. Dann ist es ja alles ganz entspannt. Oh, Cersei.
Ja, aber die Angst baut sich so langsam bei mir auf. So das Gefühl, okay, man sagt bei allen irgendwie, ja, da kommt irgendwann der Payoff. So Jamie, Arya, Sansa seit Staffeln. Und ich habe irgendwie so langsam da kommt nicht geht mehr, die ja. Zeit aus, dass die Payoffs kommen können. Und ja. Also ich muss sagen, würden sie Sansa ein bisschen besser schreiben, würde mir das, worauf sie jetzt hinausgesteuert ist, sogar ganz gut gefallen. Nämlich, dass sie mittlerweile die schlaue Figur ist, die einfach alles, die es in Ordnung hält und die Zügel in der Hand hat in Winterfell. Aber auch das ist sie ja nicht. Also sie kriegt einen Brief oder wird von Arya konfrontiert, ist sofort so total verunsichert. Sie kriegt einen Brief aus King's Landing, schickt ihre treueste Dienerin weg. So, und dann gibt es die Szene, wo ich denke, ja, da sagt sie Arya jetzt mal, wie Politik läuft. Und im nächsten Moment verhält sie sich wieder wie die letzte Trantüte. Ja. Aber Tyrion hat fast geweint, als Daenerys gegangen ist. Wenn du stirbst, ist alles vorbei. War das nicht emotional? Es ist besonders schlimm, wenn man gerade die ersten Staffeln nochmal guckt und sieht, wie schlagfertig und manipulativ und genial Tyrion da noch war. Jetzt ist seine Rolle traurig gucken. Er ist Jon Snow geworden. Stimmt. Oh Mann. Ja, es lässt einen unglücklich zurück. Ich freue mich, dass Tormund lebt. So unrealistisch es auch ist. Aber ich habe mich drüber gefreut. Also ich hätte es geschluckt, klar, aber... Ich will jetzt die wahnsinnig auf Winterfell sitzende Arya haben. Ich will, dass wir nächste Folge anfangen, wie dieses Meer aus Untoten tot da liegt und Benjen mit seinem fucking Morgenstern. Ich hab sie besiegt, Leute! Ich schaffe es alleine! Die Gefahr ist vorbei! Genau. Das hätte ich gut gefunden. Gut, ich nehme aber, wo ich meine Kritik ein bisschen zurücknehmen kann, ist bei dem, dass Benjen es halt so abtut mit da, es gibt keine Zeit, weil er ja gesagt hat, er kann nicht durch die Wall. Ja. Weil er jetzt ja auch ein guter Untoter ist, sozusagen. Aber müsste er dann jetzt nicht durch die Wall können, weil Bran? Na, egal. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber er hätte sich von Jon zumindest ein Stück mitnehmen lassen können, wäre dann da. Ja, er will ja. Also, aber in dem Sinne, ich habe das halt vergessen im Moment und dachte, ja, warum kommt er denn nicht mit? Mhm. Und dann dachte ich, ja, gut, okay, um Jon die Zeit zu geben. Mhm. Und in dem Antrag dessen, dass er eh im Norden bleiben muss und irgendwann von denen eingeholt wird. Okay. Hey. Also sie sind jetzt aber auch nicht mehr allzu weit weg von der Wall, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ein Pferderitt? Nur noch schätzungsweise 7 Folgen. Ja. Nee, also ich finde schon, dass sich jetzt eigentlich doch gerade sehr stark andeutet, das Ende von Staffel 7 ist, da sind wir. Genau. Hoffentlich. Also dann halt in allen möglichen Varianten, entweder sie stehen davor, man sieht, die Kamera zoomt auf den Night's King und er guckt böse zur Wall. Du. Oder halt das Einstürzen der Wall, oder halt, ich fände es auch cool, wenn sie einfach durchlaufen. Also das fände ich auch witzig, wenn sie einfach flupp, das war die Wall. Am besten fände ich wirklich, er läuft durch und sie stürzt hinter ihm ein. Das fände ich wäre der optimale Moment. Oder er brennt sie mit dem Eisfeuer des Drachen einfach nieder. Stimmt, das wäre ja gar nicht so weit hergeholt. Das würde auch erklären, warum er so lange da noch gewartet hat. Irgendwann wird ein Drache kommen. Ja. Aber ich muss auch sagen, bei mir war es bisher immer so bei den Staffeln, so in letzter Folge, ich wusste, okay, das kommt. Und jetzt so, okay, die kommen da wahrscheinlich an der Wall. Ja. Vielleicht die Verhandlung mit allen in King's Landing. Ja, kann man jetzt negativ oder positiv sehen, aber ich sehe es halt wirklich eher negativ, weil es halt, Game of Thrones hat einen halt immer überrascht, aber es war immer das Verhalten der Charaktere und ihr Weg war halt nachvollziehbar und man hatte immer so eine Vorstellung, wo es hingehen könnte. Genau. Und jetzt ist es so, ja, okay, alle sind halt da und was macht ihr jetzt eigentlich? Genau. Ja, und... Mich will immer noch, dass einfach, also dass die alle mit dem Untoten ankommen und Cersei sagt, ja, haben wir auch einen Untoten. Ja, das hätte ich auch gerne, die Szene, dass sie da... Also, dass auch Jamie da nicht gesagt hat, ja, wir haben auch einen Untoten. Da braucht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Gut, ja, der ist halt unkontrolliert und macht... So, aber, also den Satz möchte ich wirklich, dass Qyburn neben Cersei steht und ihr sagt, das ist ein Trick. Ja. Die haben dasselbe mit dem gemacht wie...
Ich mit dem Mountain. Ja. Nur sie haben es nicht so gut hinbekommen, deswegen ist er unkontrollierbar. Ja. Wobei Cersei hat es ja auch schon geschluckt, ne? In der Szene mit Jaime hat es ja gesagt, Drachen, Untote, also mittlerweile glaubt sie es ja auch offenbar. Ja, ist die Frage, ob sie es glaubt, ob sie nicht einfach nur gute Miene zum bösen Spiel macht oder so. Ja. Ja, was ich schade finde, ist, dass ich nicht mal die Schlacht geil fand irgendwie. Es sah zwar beeindruckend aus, wie die da alle draufgestürmt sind, aber es irgendwie, dass da fast alle irgendwie lebend rauskommen, war für mich so, und durch diese Szene, wo dann das Eis in einem Ring feinsäuberlich überall in gleich weiter Entfernung einbricht und sie einfach alle blub, 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 blub. Also, dass sie einfach reinlaufen, okay. Ja. Der Night King hat halt eine Weile gebraucht, um zu sagen, halt, stopp. Mhm. Ja, und dann... Das wirkte halt auch, also, das hatte ich bisher auch noch nicht bei Game of Thrones, dass irgendeine Schlacht einfach witzig wirkte. Und ja. Das wirkt hier nicht, also irgendwie gewollt witzig, aber eher lächerlich ja. witzig. Ich habe ja auch wirklich gelacht in dem ja. Moment, wo ja. sie alle da eingebrochen sind. Na. Ja, und dann, weiß ich nicht, der Hound, klar passt das irgendwie zu ja. ihm, dass er da andauernd rumprovoziert. Hm. Aber dass irgendwie die anderen sieben nicht irgendwie mal sagen, ey Junge, ja. hör mal bitte auf. Weil... Die Gefahr, dass sie einfach durchs Wasser laufen und bei uns wieder rausbrechen, ist schon da. Ja. Und ich dachte, ich saß mich da und dachte, so funktioniert Eis nicht. Es bricht nicht so ein. Und, aber auch nur in diesem Graben und nirgendwo anders. Und dass halt keiner bemerkt hat, dass das Eis wieder zugefroren ist. Ups, naja, da kämpfen wir jetzt halt. Naja, da hat mich ja allein schon gestört und das ist echt nur eine Kleinigkeit, aber da dachte ich auch dran. Und wirft den ersten Stein, trifft ihn voll am Kopf, wirft den zweiten Stein, der rollt gerade so, schlittert er noch bis ja. in die Nähe von dem. Ja, da halt nicht mehr. Hat halt seine Kraft verbraucht schon ja. nach zwei Würfen. Mhm. Ja, aber das... Hatte der Hound eigentlich eine eigene Waffe dabei? Er hat eine Axt. Weil er hat ja... Ach stimmt, weil er hat ja jetzt mit Gendrys Hammer gekämpft. Ja, mhm. Er hat eine Axt dabei. Aber Gendrys Hammer hat er fallen lassen in der Schlacht. Ja, doof gelaufen. Das heißt, und ich finde... ja... Kann ich ganz gut sagen, also liebe Zuschauer, die mich kritisiert haben, weil ich immer so viel voraussage, und dann, wenn es falsch ist, dann ist meine Kritik ja nichtig. Ja, Gendry lebt, aber ich finde, er fühlt sich immer noch wie Fanservice an. Sie brauchten halt einen, der läuft. Das hätte sie auch haben, wieder andere sein können. Also sie haben es ihm ja wohl scheinbar nach der dritten Staffel gesagt, von wegen, wir brauchen dich später wieder. Aber, ja. Dafür hätten sie... Gut, es kann ja immer noch was passieren, aber dafür, was er bis jetzt ja. gemacht hat, hätten sie ihn eigentlich nicht gebraucht. Und irgendwie fühlt es sich für mich, ja, da ist Gendry. Und ich fand auch, seine Dialoge mit den Charakteren waren so, ja, also wir sind wichtig, du eher nicht so. Würdest du dich bitte zu den Statisten stellen? Ja. Nein, ich bin wichtig. Obwohl ich seine Zurechtweisung vom Hound, da saß ich, wo ich da und dachte, danke. Ja, danke. Ja. Mein Gott, es waren Blutegel, du solltest umgebracht werden, wurdest du aber nicht und du hast Sex bekommen. Ja. Beschwer dich nicht. Ja. Und die Szene, wäre die Szene jetzt so inszeniert geworden, dass er das wirklich sich mit Händen und Füßen gewehrt ja. hätte. Aber es war ja, oh ja, finde ich schon noch ganz gut jetzt gerade. Ja. Bisschen komisch, aber naja. Also, dass er wütend ist, dass sie ihn verkauft oder versklavt ja. quasi haben. Oh. Ja, das war jetzt halt dieses Konfliktpotenzial schnell mal aufgreifen. Ja. Wir haben es nicht vergessen, aber dann, ja. wobei ich das hier wirklich gut fand. Jetzt halt die Klappe. Der ist schon 6-mal gestorben. Der beschwert sich auch nicht. Dann muss jetzt. Ich auch fragen, woher weiß auf einmal Beric Dondarrion, dass Jon Snow auch schon mal gestorben ist? Ja, die hatten ja Zeit. Tormund soll es ihm erzählt haben. Hat er, glaube ich, gesagt. Okay. Irgendjemand hat ja. es ihm erzählt. Okay. Also da würde ich jetzt sogar sagen, die sind ja nicht sofort aufgebrochen, ja. sondern da könnte ich mir sogar noch vorstellen. Nee, weil Jon ja immer so ein Geheimnis drum gemacht hat, saß ja. da. Oh, er weiß es. Okay. Also sie werden es damit erklären, dass Tormund ja mit seinen Welten und dann haben die da in den Zähnen gesessen. Mhm. Oder der Lord of Light hat es erzählt. Ja, genau. Hallo. Er redet zwar ja. nicht mit John, aber mit jedem. Und also ich muss wirklich sagen, mit jeder Folge, die vergeht, stimmt das Zeitmanagement der Serie weniger. Also mittlerweile, ich habe mich lange nicht dran gestört, aber mittlerweile passt es einfach wirklich vorne und hinten nicht mehr. Ja. Also ich habe gar kein Gefühl mehr, wie lange sind die jetzt schon in den Norden gewandert. Also Gendry ist ja auch mal die ganze Zeit gerannt und ist bei Nacht wieder angekommen. Mhm. So, aber dann, ja gut, dann wird der Rabe gesendet. Weiß ich nicht, wie ein Rabe quer durchs ganze Land braucht. Mhm. Sind jetzt ja auch keine
Lichtgeschwindigkeitsraben. Lichtgeschwindigkeitsdrachen. ja, und dann kriegt Daenerys die Nachricht und fliegt los und dann kommt die da natürlich an und warum erfriert da keiner und... Das hätte ich zum Beispiel, das wäre voll krass gewesen. Sie schicken diesen Raben los, Daenerys schwingt sich auf ihren Drachen, aber ich hol die da jetzt raus und sie kommt an und sind alle tot. Ja. Meinetwegen auch quasi dieses, okay, sie ballen sich zusammen, irgendwie Wärme speichern quasi mit den Toten irgendwie außenrum als Iglu. Also, nicht schön, weil so Revenant-mäßig. Das Ding ist ja sogar, Jorah sagt ja sogar noch, sie können das Wasser nicht trinken, weil es so kalt ist, dass sie alles wegfrieren würden. Das heißt, also ein Mensch überlebt maximal 3 Tage ohne Wasser. Das heißt, wo ich in 3 Tagen ist Gendry an der Eastwatch angekommen, hat den Raben zu Daenerys geschickt. Daenerys hat entschieden loszufliegen und ist mit den Drachen wieder da angekommen. Ja. Also in maximal 3 Tagen. Also mittlerweile hat man wirklich leider das Gefühl, Dass sie nicht von Anfang an gesagt haben, wir schnappen uns 2 Leute, hüpfen auf den Drachen mit Daenerys und fliegen rüber. Ja, aber da wollte Daenerys ihm ja noch nicht dienen. Sie hat doch diese Folge erst erkannt, dass sie ihn liebt. Hör auf, ey. Nadine. Hör bitte auf. Hätte Tyrion ihr nicht erklärt, dass sie ihn liebt, dann wäre sie nie im Leben hingeflogen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich meine, Daenerys hat auch eine wichtige Lektion für sich gelernt, nämlich, dass es nicht auf die Größe ankommt. Das stimmt. Er ist für mich zu klein. Oh Mann. Das wäre aber super. Gut, Daenerys, wen heiratest du denn jetzt, damit wir Bündnisse in Westeros schließen können? Den Mountain. Jon Snow kontrolliert den Norden. Er wäre eine logische Wahl. Er ist zu klein für mich. Jamie? Nee, geht auch nicht. Der ist ein Lannister. Der ist zu verkrüppelt für mich. Jorah Mormont. Wir haben noch mit seinem mächtigen Haus Mormont mit 63 Kämpfern. Hey. Wir haben nur noch jemanden auf der Eyrie sitzen. Wie wär's mit dem? Oh, der sieht ganz schnuckelig aus. Hör auf. Könnte sie dann ihren Mutterkomplex aus? Oh. Ja. Ja, auch das. Also, dass sie jetzt diese Folge so völlig perplex. Jetzt schmieden wir also Bündnisse, ja? Und sie hat sich von Dario getrennt und hat gesagt, du musst hier bleiben mit der Begründung, ich werde dort Bündnisse schließen müssen. Ja. Das geht nicht, wenn ich einen Stecher habe. Ja. Jetzt schließen wir also Bündnisse, ja? Ja. Und also die Kamerafahrt am Anfang, was war das denn? Wir filmen die Karte. Wir filmen die Leute, die durch den Norden laufen. Also man konnte, glaube ich, Aaron lesen auf dem Tisch. Mhm. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht wird es nochmal aufgegriffen in der nächsten Folge. Das ist irgendwie aber so ein, also nichtsdestotrotz, also irgendwie dieser Anfang, ja. Kamerafahrt über den Stein und das, dann... Also vielleicht irgendwie so ein, was weiß ich, in den nächsten Folgen machen wir es immer wieder und man sieht quasi die Geschichte, die bis hierhin passiert ist, irgendwie, dass das irgendwo da schon... Aber war das nicht einfach nur ihr Tisch? Es war ihr Tisch, glaube ich, ja. Aber wir können gerne nochmal reingucken. War es da nicht eher Eerie? Ist da Eerie stand? Ich glaube, da stand. Wir können gerne nochmal reingucken. Keine Ahnung. Aber ich glaube, da stand Aaron. Live-Kontrolle. Na, wurde ich wieder ausgelockt? Ich bin gespannt. Du betrittst gerade eine Welt der Schmerzen. Sieht so aus. Nein, offenbar nicht. Er hat nur nicht erkannt, dass. Aber ich muss auch sagen. Ich bin bis heute noch enttäuscht, dass unsere Hodor-Theorie nicht stimmt. Das stimmt. Wie wir da abgegangen sind bei diesem Kackreh. Das haben wir immer noch nicht gesehen. Das Kackreh. Das Kackreh. Ja, bitte logge dich ein. Ah, Sky ist... Also sorry. Sie haben eine Serie parat, die mir meistens viel Freude macht. Aber der beste Online-Service? Naja. Warum hat sich Game of Thrones oder die Macher von Game of Thrones eigentlich dazu entschieden, nur 8 Staffeln zu machen? Also warum machen sie das Ganze nicht länger? Weil ich habe auch immer noch das Gefühl, sie könnten noch etliche Staffeln erzählen eigentlich. Naja, also das Hauptproblem sind wohl die Schauspieler. Mhm. Ich habe da eine ganz lange Abhandlung drüber gelesen, dass es halt A, eben immer und immer teurer wird, weil mittlerweile die Hauptschauspieler alle 1 Million pro Folge bekommen. Und dann sparen sie aber ein Budget, um den Drachen dazu. Naja, und dann haben sie ja das CGI und so weiter. Es ist halt einfach die teuerste Fernsehproduktion aller Zeiten. Und ganz viele Schauspieler machen halt bei den Verhandlungen nicht mehr mit. Weil sie halt sagen,
wenn ich diese Rolle zu lange spiele, dann bin ich irgendwann verbrannt sozusagen. Da bin ich nur noch diese eine Rolle. Mhm. Weil es ja ganz viele Schauspieler gibt, deren Karriere quasi durch eine erfolgreiche TV-Serie zerstört wurde. Und ja, es sind wohl ganz viele Rahmenbedingungen, die gerade nicht mehr passen, weswegen es auch nur noch so wenig Folgen sind. Also ich glaube, ich habe auch das Gefühl, alles, was bis hierhin passiert ist, hätte das meiste. Das meiste hätte ich schlucken können, hätte man es länger erzählt. Und ich habe das Gefühl, dass diese 5 Folgen, das wären früher mindestens 2 Staffeln gewesen, was da jetzt reingequetscht wurde. Und ich habe auch das Gefühl, wären es jetzt ab Anfang dieser Staffel noch 3 Staffeln gewesen, das hätte man auch füllen können. Ja. Mit sinnvollem Material. Allein schon mindestens 2 komplette Folgen, also gesplittet auf die 3 Staffeln machen können mit Bran, der irgendwo in der Vergangenheit rumreist. Zum Beispiel, ja. Hätte ich wahnsinnig. Also muss man ja nicht, man muss es ja nicht unnötig ausfüttern, aber ich finde zum Beispiel dieser ganze Krieg zwischen Cersei und Daenerys, da hat man sich so lange drauf gefreut und so geil die Szene auch war, es wurde jetzt eigentlich mit einer Szene abgehandelt oder beziehungsweise mit 2 Folgen. So, und jetzt ist es aber auch eigentlich schon wieder egal. Jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo das Bündnis geschlossen werden soll und damit ist dieser Krieg auch schon wieder Geschichte. Also klar, wird jetzt da noch der Verrat und Verrat und Verrat kommen. Dann springt Varys um eine Ecke, haha, das war mein Verrat. Dann springt Littlefinger um eine Ecke, das war mein Verrat. Und dann Cyril Forell, haha. What do we say to this? Aaron, ja. Vale of Aaron. Ach, Vale of Aaron. Oh. Ja, hier ist halt die Wall. Ja, die Wall. So. Ach so, beyond the wall und dann. Ja. Aber ja. Gut. Ja, das kann man nicht okay. Ja, also das war eher ein ungeschickter. Ja. Das hier wäre ein guter Trainer gewesen. Hätte man in Winterfell angefangen. Ja. Und dann, oder mit. Nee, noch besser bei Daenerys und dann guckt sie auf die Karte und dann fliegt die Kamera dahin. Stimmt. Aber so am Anfang war es, ja. Wir zeigen mal, wo wir sind. Ja, erst den Dialog mit Tyrion und ihr. Ja. Und dann und ab in den Norden. Schade. Tja. So sieht's aus. Ja, und dass hier der Text, der da rechts steht, ich fand, er hat schon so ein bisschen was vorweggenommen. Schön, na überhaupt. Ah ja, okay. Die schaurige Entdeckung, ne? Also auch von wegen Arias Misstrauen, wächst weiter und gut, wobei ich finde, dass gemacht wird. Und da war ich jetzt wirklich sehr überzeugt von, dass sie von diesem Aria-Ding nicht so schnell abrücken werden. Das hätte ja sein können, dass sie jetzt eben in der Folge zeigen, Aria und Sansa zusammen, von wegen Plan hat funktioniert, Littlefinger hat mich gesehen. Genau. Hätte ja auch sein können, aber das hier nimmt es ja auch schon vor. Das wäre ja mal smartes Verhalten von den Stars. Genau. Obwohl ich mich immer noch drüber freuen würde, wenn ich am Ende Mr. Slytherin ins Gesicht grinsen kann und sagen, ich hab's dir gesagt, Arya bringt ihre Schwester um. Aber ich, ja, momentan kippt es, als wenn er Sansa Arya versucht umzubringen. Ja, versucht. Aber, also Arya so wie, ist auch nicht unverwundbar. Ja, aber so wie sie sich jetzt dargestellt haben, denke ich mir, wer soll das denn machen? Ja, also, das stimmt. Gut, Arya ist sehr dumm. Die neue Arya. Von daher kann man vielleicht sagen, sie läuft, sie schlendert durch Winterfell, guckt sich um und plötzlich rammt ihr jemand ein Messer rein. Und diesmal wissen sie aber, dass Arya innerhalb von einem Tag heilen kann und rammt ihr noch ein Messer rein. Und sagen, Watch. Jon Snow macht es. Und auch da, also ich akzeptiere, dass Bran nicht mehr Bran ist und einfach da rumsitzt und nichts tut. Aber ich will immer noch, dass er einfach sagt, Mädels, das ist alles Littlefinger, hört auf. Ja. Und wäre vielleicht mal ganz praktisch, wenn irgendjemand auf denjenigen hört, der alles weiß. Er ist halt, also ich finde, er ist genau wie Arya, ist er ein Plot-Device, wie heißt das auf Deutsch? Ein Story-Mittel geworden, was einfach immer dann gezogen wird, wenn man es gerade braucht. Arya kann immer das, was sie gerade können muss und wenn sie es gerade nicht mehr kann, dann kann sie es nicht mehr. Arya ist immer gerade schlau, wenn sie schlau sein muss und dumm, wenn sie dumm sein muss. Und genauso ist er so, ich warne alle, dass die Untoten kommen. Die Armee der Lebenden zerpflückt sich gerade gegenseitig. Och. Ja, das kann man natürlich alles mal begründen mit, er ist der Three-Eyed Raven und er weiß, was für die Geschicke der Welt wichtig ist und was nicht. Und er weiß, dass die sich einkriegen werden. Bla. Aber ja. Und ich will auch wissen, worauf das hinausläuft oder ob es überhaupt einen Sinn hatte. Bran hat ja
Arya den Dolch gegeben und jetzt hat Arya Sansa den Dolch weitergegeben. Ne? Sansa gibt den Littlefinger und der gibt ihn dann wieder Bran. Dann gibt ihn wieder Bran, genau. Und Bran ist dann, ja. Und er ist dann voll traurig so, das war ein Geschenk an dich. Ja. Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, ja klar. Damit Sansa damit Littlefinger umbringt. Oder Arya, Leute, ich sag's nicht. Die bringt ich sag, damit sie Littlefinger umbringt. Littlefinger. Und dass das ist, was Arya sehen will, sozusagen. Der wird nicht sterben. Glaube ich nicht. Aber ich, also gut, sie hat halt immer mal wieder gesagt, sie weiß, wie Littlefinger tickt, aber ich sehe bisher auch noch nicht den Grund, ihn oder den ausgespielten Grund, ihn umzubringen. Gut, sie hat sich versklavt und sowas, könnte man alles mal als Grund nehmen, aber wurde ja schon fallen gelassen. Ja. Ja. Ja, es ist halt leider so. Einfach jeder Charakter wirkt irgendwie nicht mehr so stark wie früher. Und also ganz viele wirken einfach nur noch wie Schablonen ihrer Charaktere. Also ich finde, am meisten fällt es wirklich bei Varys und bei Littlefinger auf. Ja. Gut, Littlefinger haben sie jetzt gerade so ein bisschen wieder, dass er anfängt, aber dieses, wie sie es jetzt inszeniert, dass er so ganz offensichtlich über den Hof läuft und die Leute manipuliert und so. Was ich an dem immer so mochte, ist, dass man merkte, da ist irgendwas und der hat irgendwas vor, man konnte aber nie fassen, was. Und dann kam er plötzlich um die Ecke mit, hey, ich habe Orlando Ruiz geholfen, Joffrey umzubringen. Und dann, Also bisher kann ich seinen Plan auch nicht so wirklich greifen, aber eher, weil es irgendwie komisch geschrieben ist und nicht. Na wieso? Sansa für sich und den Norden sichern. Und deswegen Arya töten. Ja, ich glaube, er will halt alle loswerden. Außer Sansa. Und dann hofft er darauf, dass Jon Gefangenschaft gerät oder stirbt. Und wenn er wiederkommt, dass er die Lords dann genug aufgeheizt hat. Und wenn Jon dann noch sagt, ach, übrigens, ich bin ein Targaryen. Ich wette, es gibt diese Szene, dass Bran das erste Mal mit im Thronsaal sitzt, wenn Jon wieder da ist, und er dann das dann rausposaunt. Das wäre das Dümmste, was er tun würde. Ja, aber er denkt ja nicht mehr wie ein Mensch, er denkt ja nicht mehr. Das könnte die stören. Ja. Dann habe ich übrigens auch noch gedacht, wo Daenerys jetzt hier so probiert, das Land einzunehmen, in der letzten Folge, oder probiert hat, das Land einzunehmen. Die Eyrie wäre doch im Moment frei. Die gilt als uneinnehmbar, wenn da viele Leute sind. Nehmen Sie die doch jetzt. Aber die gehört ja einem ihrer Verbündeten. Ihrem einzigen Verbündeten. Littlefinger ist dem Norden offiziell jetzt unterstellt. Daenerys, aber nicht mit dem Norden. Aber Daenerys sieht ja Jon schon als ihren einzigen Verbündeten an. Mittlerweile. Also du meinst, dass sie vorher da angegriffen hätte? Ja, aber so dieses, okay, schon mal den Westteil alles sichern. Und dann so. Und dann sie halt Cersei als erstes. Aber wie gesagt, das Ganze, dass das schlechte PR wäre für sie. Und also gut, ich muss sagen, sie haben mich mit dieser Rede über, erinnerst du dich, du wolltest das Rad brechen und es nicht weiter drehen lassen. Mhm. Wenn du jetzt da angreifst und alles und Feuer regnen lässt, dann brichst du es nicht, sondern kurbelst es nur noch mehr an. Ja. Okay. Aber an sich dieses, du kannst da jetzt nicht mit Drachen hinfliegen und das Red Keep, wo die Leute drin sind, die das Volk hasst, verbrennen, weil dann hassen dich alle. Ja, also wie gesagt, spätestens wenn die Armee der Toten vor der Tür steht, sagen alle, hey, cool, dass du da bist mit deinen Drachen. Mhm. Also ja, das ist alles so, naja, irgendwie brauchen wir halt Plotpoints, um uns rumzuwinden. So fühlt sich's an. Ach. Traurig. Aber so werde ich zumindest doch motiviert, die Bücher zu lesen. Ja. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das da einen sehr anderen Verlauf nehmen wird. Ja. Also auch mit dem Norden, weißt du, hätten die irgendeinen Plan? Hätten die gewusst, es gibt mehrere Bataillons der Untoten und hier gibt es ein sehr kleines oder so. Irgendwas, wo man hätte sagen können, sie wissen, was sie da tun.
aber wir gehen in den Norden und gucken mal. Oh, da ist die Bruderschaft, die hat komische Visionen im Feuer. Laufen wir dahin. Ich möchte aber, dass der Haut des Daenerys noch sagt, so. Mach dir nichts draus. Das musste so passieren, habe ich im Feuer gesehen. Der Drache wäre da so oder so gestorben. Ja, genau. Der wäre sonst allein dahin geflogen. Ja. Dann stellt sich raus, der Herr des Lichts ist eigentlich der Todesgott und hat sie alle verraten. Ja. Syrio Forel, der Todesgott. Man müsste in dieser Staffel, wie viele Leute, die eigentlich schon tot waren, gerettet wurden, man müsste mal zählen, wie viele Tode dem roten Gott jetzt geschuldet werden. Naja, Arya hatte die gesamten Freys geopfert, vielleicht zählt das. Ja, gut, das kann man. Das wiegt das auf. Ach, deswegen kommen die alle raus aus den Situationen. Hm. Ja, naja. Ja, und Cersei macht dann wohl die Staffel aller Wahrscheinlichkeit nach über. Doch, hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich habe eigentlich schon gedacht, also spätestens am Ende ist sie durch. Aber wer weiß, wir haben ja nächste Folge noch die große Verrat im Verrat im Verrat voll. Und dann fällt Jamie wieder ein, warte mal, da war er etliches. Genau, und er tötet jetzt Cersei, das war es dann. Oder, ich meine, es war jetzt schon eine Folge, vielleicht ist sie auch schon fertig mit der Geburt. Und jetzt bei der nächsten Folge. Das kann natürlich sein. Nein. Pass auf, nächste Folge, sie beginnt, man sieht Cersei im Thron, auf dem Thron sitzen mit einem Kind im Arm. Ja, kleiner Zeitsprung. Nee, also da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das nur ist, um dem noch mehr Dramatik zu geben, damit Jamie dann die Liebe seines Lebens und sein ungeborenes Kind umbringt, wenn er seinen Cersei tötet, wovon ich immer noch ausgehe. Ich will immer noch die, sie gebiert einen Zwerg und stirbt bei der Geburt Variante. Eine Zwergin. Eine Zwergin. Das wäre episch. Ja. Dann sitzt Jamie als Vater auf dem Thron. Ja, mal gucken. Gibt ja auch ganz oft die Theorie, dass sie gar nicht schwanger ist. Ja. Sondern ihm das vorgaukelt, damit er sich mehr an sie bindet. Ja, das würde ich durchaus auch. Dann könnte man wieder den Konflikt aufgreifen zwischen den beiden. Aber ja, erst wenn er es mitkriegt. Genau. Ja. Oh, 2 Jahre sind vergangen. Warum hast du immer noch kein Kind? Deswegen ist Kalman bei ihr. Er gibt ja ständig zu essen. Das muss authentisch aussehen. Ist. Stimmt, sieht so aus. Ja. Bringt mir ein Kind mit goldenem Haar. Und wehe, diese scheiß Sandsnack lebt noch. Bei diesen ganzen Zeitsprüngen, wehe, es sind noch nicht irgendwie ein paar Wochen vergangen und die lebt noch. Jetzt kommt Bronn in King's Landing wieder an. Entdeckt sie da. Oh, ich bring dir mal da rasch das Gegenmittel. Nee, also ich gebe euch davon aus, dass das deren beider Endszene war, glücklicherweise. Weil ich hatte, als sie das gezeigt haben, hatte ich wirklich Angst, dass das kommt, dass Bronn die rettet, weil er sie mag. Ja, Yara ist bei Euron. Bei Euron sieht man ja auch nicht mehr. Euron ist bei Yara. Bei Yara. Theon sitzt allein auf Dragonstone rum. Mit Tyrion. Ja, den haben wir jetzt 2 Folgen nicht gesehen. Er ist nach Dragonstone gekommen, um mit Daenerys zu sprechen, wie sie Yara retten. Ja. Stimmt, das hätte sie jetzt eigentlich und machen sollen. Sie ist letzte Folge schon zurückgekommen, ja. War da wochenlang da mit den ganzen Zeitsprüngen, die waren. Jetzt war sie da noch ein bisschen, bis sie losgeflogen. Oh, ja, ich bin dann wieder hier. Aber das hat Zeit. Ist ja nur meine Schwester. Ja. Stimmt, das habe ich letzte Folge noch kritisiert mit Sion. Diese Folge hätte ich es fast schon wieder vergessen. Mhm. Aber das kommt dann. Sion to the rescue. Oder sie haben einfach diese Konferenz zwischen den beiden nicht gezeigt. Mhm. Und wir sehen dann in der letzten Folge, wie er Yara rettet. Mhm. Na gut, oder man sieht jetzt halt bei der Verhandlung, wie sie da irgendwie gefoltert reingebracht wird. So irgendwie wird's ja. Wahrscheinlich. Vielleicht machen sie auch da nochmal so eine Spiegelung, dass er sie retten möchte und sie ist eingekerkert und er sagt, komm Yara, und sie ist jetzt broken und kommt nicht mehr mit. Wobei ich das blöd fände, weil Yara eigentlich immer als ein deutlich stärkerer Charakter sie als sie. Sie kann nicht einfach die Beine gebrochen worden vom Mountain. Zack. Hat keine Beine mehr. Ja. Sie wird trotzdem mitgehen. Und dann sitzt sie da mit Bran und hat auch ihre Vision und beide sitzen da. Und dann streiten sie sich, welche Vision richtig ist. Denn am Ende ist
Game of Thrones eine Geschichte über Religionen und wie der große Konflikt zwischen den Weltreligionen entstanden ist. Und sie sind alle gestorben, weil der Todesgott immer siegt. Und ich will immer noch wissen, was diese scheiß Paillettenfrau in Essos in Kart. Die kommt ja noch mal. Da bin ich ja jetzt gerade mit Steven beim unserem Steven guckt es zum ersten Mal. Da sind wir gerade, also da fällt mir wieder auf, wie unglaublich komisch Karth einfach. Das war mein Fazit in Karth. Karth ist für mich ein einziges Rätsel geblieben. Ja. Dieser Hexenmeister. Oh, ich habe einen Drachen. Huch, der kann ja Feuer. Ich bin tot. Ja. Also eins, was ich daraus halt immer noch mitnehme, ist, dass ich halt denke, dass dieser Moment, wo Daenerys im Thronsaal steht, es kein Dach mehr hat und es schneit, dass das ein wirklich in der Zukunft passierender Moment sein wird. Kann sein. Ja. Und sie vielleicht so ein fast sterben, also fast bei Drogon sitzen und dann, nein, ich kämpfe mich wieder zurück und boom. Ja. Und dass es entweder Schnee ist oder Asche, die da hinkriegt. Oh. Wir hatten noch die Überlegung, ob es einfach nur so gemeint ist, dass eben kurz davor ist, den Thron einzunehmen, wie sie ja jetzt die Chance hätte, und sich dann aber gen Norden wendet, sozusagen. Aber Winter is coming. Winter is coming. Winter is almost there. Ich möchte ein Winterometer. Winterometer. Summer, Winter's coming, Winter's still coming, Winter's still coming, Winter's almost there, Winter's here. And now, Summer. Oh, es war ein kurzer Winter, ging einen Tag. Naja. Die lange Nacht kommt dann noch, ne? Ja. Haben sie gesagt. Theoretisch. Also die wird wahrscheinlich nächste Staffel dann kommen. Das wird dann episch werden, weil keiner was sieht. Komplett im Dunkeln. Deswegen dauern die Dreharbeiten nur so lange. Nur Beric Dondarrion rennt mit seinem Feuerschwert da rum. Och, dieses Laserschwert. Das, also... Man kann halt sagen, er hat irgendwie so Feuer, so Handschuhe mit Feuersteinen. So. Aber also dann steckt er ins hat, Eis. Ja, und es geht das ganze Schwert aus. Ja, es war schon ganz klar gemacht, das ist magisch. Ja. Und wo man es zum ersten Mal gesehen hat, war es ganz klar so, er hat sich die Hand geschnitten und mit dem Blut das Schwert in Flammen gesetzt. Stimmt. Und jetzt, die ersten zwei Male hat er jeweils noch so gemacht und am Ende einfach nur noch. Also das war wirklich so ein Laserschwert, so. Ja. Ich wette, das gibt's schon auf YouTube. Ja, bestimmt. Die Geräusche haben nur noch gefehlt dazu. Das wurde auch mit Brienne und Arya gemacht, der Kampf mit Laserschwertern. Das werden sie da gar nicht. Tja. Ja, stimmt, das war auch noch dumm. Soros kann das jetzt auch. Ja. Konnte, jetzt ist er ja tot, aber er konnte das jetzt auch. Aber das war der erste friedliche Tod, glaube ich. Ja, wobei er ja... Also, friedlich. Er ist ja auch an der Verletzung gestorben. Er ist friedlich eingeschlafen. Er war stockbesoffen. Siehst du? Friedlich eingeschlafen. Ja. Gut, Tywin saß friedlich auf dem Klo, das war auch noch okay. Naja. Saruxuan Daxos ist bestimmt auch friedlich eingeschlafen. Der Sauerstoffmangel bestimmt. Der hat bestimmt irgendeinen geheimen Tunnel gehabt. Und nächste Folge zurück. Und nächste Folge sehen wir dann Melisandre. Sie kann jetzt auch. Ich habe gelernt, dass alle, die an diesen Gott glauben, das können. Und sie muss Arya immer noch wiedersehen. Ja. Also wenn das jetzt wirklich so, oh, hat sie mal gesagt, aber die hat sich ja sowieso immer mal geirrt. Na, eigentlich nur mit Star. Naja, und vor allem, sie hat sich ja nie geirrt, sie hat es ja nur falsch gedeutet. Aber ich sehe in deinen Augen tote Menschen mit grünen Augen, blauen Augen, violetten Augen, goldenen Augen. Wir werden uns wiedersehen. Mhm. Ist eigentlich relativ eindeutig. Melisandre hat blauer. Ach. Also ich interpretiere es immer noch so, dass sie eben schon gesehen hat, dass sie so ein faceless man wird. Aber mit dem wir sehen uns wieder, muss immer passieren. Ja. Aber auch da, ich finde auch Melisandre hat irgendwie irgendwas verloren. Ich weiß, auch da fand ich diesen Ansatz, dass sie jetzt einfach völlig in ihrem Glauben erschüttert ist, dadurch, dass sie alles falsch gedeutet hat. Mhm. Das fand ich noch gut, dass sie sehr viel ruhiger ist und weniger manipulativ. Ja. Aber dass dann so,
Ey, ich überbringe diese Nachricht. Übrigens, hier ist die Legende von Azor Ahai. Es kann ein Mann sein, es kann aber auch eine Frau sein. Ja. Gut, danke, das habe ich euch mitgeteilt. Varys, du stirbst. Bye. Und dann haben sie sie halt erstmal rausgeschoben, weil man für sie keine Rolle mehr hatte. Jetzt erstmal. Jetzt hat sie Essos und macht Dinge. Dinge. Vögel mit Damen. Sie erobert sich Essos. Ja. Ja, es sind so viele interessante Zusammenhänge, ja, die da sind, die aber von der Serie einfach nicht thematisiert werden. Beispielsweise, dass die Baelishes ja Lords, also eine Familie aus Braavos sind. Und Littlefinger ist auch in Braavos aufgewachsen. Krass. Und ihm sind die Faceless Men vertraut und ihm ist Waterdancing vertraut. Das heißt, er hat all das, was Arya da gemacht hat, hat er erkannt. Deswegen hat er nämlich so irritiert geguckt. Okay. So, und er ist ja dann, also das wurde auch gesagt, er ist ja dann als junger Bub nach Westeros gesegelt und ist dann in der Obhut der Familie Tully und bla. Mhm. So, aber all das, was sie da macht, das erkennt er. Also. Das heißt, theoretisch weiß er, dass sie ein Faceless Man sein könnte. Aber ist denn Waterdancer und Faceless Man? Ist nicht dasselbe, ist nicht nee, dasselbe, aber beides ist in Braavos beheimatet. Gut. Also weiß er theoretisch nur, dass sie Waterdancer ist, ja. Also das Einzige, was er nicht kannte, war der Three-Eyed Raven. Alles andere war für ihn, könnte man wissen. Ja. Da war ja. Aber wurde das nur in den Büchern so gesagt oder war das auch in der Serie? Das weiß ich nicht mehr genau, wie klar das ausformuliert wurde. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich glaube, in der Serie wurde es nicht gesagt. Ich glaube, dass er aus Braavos kommt. Also es kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Ich glaube, also mir ist auch so, als hätte er das irgendwann mal in irgendeinem Nebensatz gedroppt. Aber es ist halt ganz klar für die Serie nicht wichtig. Aber es sind halt diese ganzen kleinen. Ja, aber die ersten 5 Staffeln, da wäre sowas wichtig gewesen. Ja. Und wenn er nur kurz Sansa erklärt hätte, dass das Waterdancing ist und damit klar gemacht wird, mir ist schon klar, was da gerade passiert. Stattdessen hat er undefinierbar geguckt und. Ja, deswegen auch da wieder zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt leer gequatscht. Ja. Ich habe das Gefühl, ich werde gerade krank. Das ist nicht gut. Also ich fühle mich auch dementsprechend. Oh je. Naja. Naja, dann machen wir jetzt Schluss. Das solche war. Folgen hat Game of Thrones. Das war das grandiose Pre-Finale. Jenseits der Mauer. Nein, der Folgenname ist schon so. Ja. Wir sehen uns dann nächste Woche mit der Folge 7, deren Name dann sein wird. Oh, Folgennamen-Tipps? Achso, ich dachte, du sagst es jetzt. The Beginning. irgendwas mit Verhandlung. Hm. Tribal Combat. Tribal Combat. The End. Sehr gut. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.